Ja, dann weiter am Text, wa? Ich soll ich auch mal mein Schuhwerk wechseln, fällt mir gerade mal auf. Überhaupt noch Schuhe? Bridges Stiefel 1 haben wir noch. Na super, ey. Hey, warum hat das du denn jetzt? Jetzt behalten und nicht ablegen. Wareneinschränkung aufgehoben. Ach, das ist meine Ausdauer, die da zugrunde geht, ey. Ist aber krass, ey, wie schnell der damit einfach ist, ey, wirklich. Ja, ich will gar nicht wissen, wie schnell er wäre, weil ich komplett leer wäre. Okay, da konnte ich wenigstens anfänglich mal ein bisschen durchdüsen, ey. Ach, ich bin absolut kein Fan von den Aufträgen, wo du halt irgendwas in der Hand hast, wo du richtig drauf aufpassen musst, ey. Ich meine, okay, man könnte es irgendwo ablegen gehen, bevor man irgendwo reingeht. Aber wenn es gerade wirklich super gefährlich wird, kann es einfach irgendwo hinlegen. Vielleicht mal die ganzen Dings rausmachen, die ganzen Markierungen. Okay, so weit weg ist es auch nicht mehr. Aber der Szenerie wechselt ständig, ey. Von weiß ich was, Norwegen-Landschaft zur Mars-Landschaft. Hoffen, dass da eine Ladestation ist, ich mein scheiß Exoskelett aufladen kann. Aber dass ich mich mal ausruhen kann, weil. Ah! Im Babel geht's gar nicht gut. Zumindest geht hier der Akku nicht runter.
Ah doch, es lädt auf. Ah. Nee, es blinkt einfach nur. Ausruhen kann ich mich da leider nicht, eine Scheiße. Fracht wird geliefert. Bist du bei Fragile Express? Nein, du bist ein Bridges-Bote, oder? Ich erwarte gar nichts. Ist doch nichts Gefährliches, oder? Oh mein Gott, dass ich die noch mal wiedersehe. Lass sie mich mal ansehen. Oh, unglaublich. Nicht ein einziger Kratzer. Ich kann dir nicht genug danken. Also, bin ich jetzt mit dem chiralen Netzwerk verbunden? Fantastisch. Ich bin froh, zu den OCR zu gehören. Ja, dann muss ich Papi wohl auch verbinden, damit die sich sehen können. Anti-GD Handfeuerwaffe. Du kommst wieder vorbei, oder? Nimm mich mit. Ja, aber wie? Bitte. Ich muss ihn noch mal sehen. Ich habe das hier für ihn gemacht. Als die Terroristen angriffen, sind meine Mutter und ich gerade so mit unserem Leben davongekommen. Danach wollte ich ihn finden. Wirklich. Nur, wonach hätte ich suchen sollen? Doch, deshalb gab ich nicht auf. Meine Mutter mochte ihn nie. Das hat sie mir deutlich gezeigt. Aber ich dachte nicht, dass sie dafür sogar lügen würde. Als sie sagte, er sei tot, glaubte ich ihr. Bis ich diese Nachricht hörte. Er ist es. Er ist es wirklich. Ich hätte niemals aufgeben dürfen. Tief drin wusste ich, dass er irgendwo dort draußen ist. Doch ich konnte meine Mutter nicht allein lassen. Also versuchte ich, mich damit abzufinden. Aber es ging nicht. Ich konnte es einfach nicht und ich hing in der Vergangenheit fest. Unabänderlich.
Das steht die ganze Zeit immer da und sagt einfach gar nichts. So. Ich flehe dich an. Ich bin bereit. Sofort, wenn du willst. Sag, dass du mich mitnimmst. Aber wie soll ich sie denn mitnehmen? Das ist halt die Sache. Soll ich die in den Koffer packen, mir auf den Rücken schnallen, oder? Weiß ich, was ich bisher transportiert habe, war eine Leiche. So, das war's. Muss ich mal gucken, dass ich mich mal irgendwie um Bibi kümmere. Ich weiß auch gar nicht, was ich jetzt mit meiner Batterie machen soll. Dadurch, dass ich jemals kein Fahrzeug habe. Oh, die Scheißdinger. Wir sollten eigentlich an allen Sachen irgendwie Ladestation sein. Aber nö. Wie dazu. Monster Energy. Monster Energy. Naja, so kannst du auch einen Sponsor für dein Spiel finden, ne? Ich gerne, wenn ich irgendwas mit dabei ist, wie ich recyceln kann. Huch. Nehme ich noch eine Leiter am Start. Ein paar Gratispunkte, warum nicht, wa? Das wird einen anderen Spieler anvertraut. Da kommt es jetzt quasi wieder einfach nur in den Spind rein, aber nur für irgendjemand anderen, oder was? Da muss ich so eine Sachen aber auch nicht verstehen, wirklich. Am
kann weg, dann mache ich neue Sachen. Halt aber echt immer ein bisschen langwierig, ja, alles machen zu müssen, weil das Micromanagement und so. Super nervig. Eine Handfeuerwaffe, die Blutkugeln, also mit deinem eigenen Blut geladene Geschosse, verschießt. Damit kannst du GDs, denen du begegnest, zusetzen. Die Waffe zapft dir oder einem mitgeführten Beutel Blut ab und befüllt damit ihre Magazine. Je länger du den Abzug drückst, desto mehr Blut wird in die nächste Patrone geladen. Zapfst du dir mehr Blut ab, wird auch das getroffene GD mehr Schaden nehmen. Aber saug dich nicht aus Versehen leer, okay? Okay, jetzt brauche ich noch den anderen normalen Auftrag. Ja, wie ich das machen soll. Vielen Dank für deinen Beitrag. Was soll ich das denn machen? 50 weniger als 50% Schaden soll sie nehmen. Okay. Wirst du zur Abwechslung mal einen lebenden Menschen transportieren. Es versteht sich von selbst, dass Stürze oder schwere Stöße dieser Person Verletzungen zufügen können. Also sei achtsam, diesmal mehr denn je. Was? Die sind in der Kiste drin, oder wie? Die mir auf so einen Beutel hinten rauf oder was? Als ob die nicht laufen kann. Digga, niemals. Ich mein Leben. Rucksack, Frachtkanzler, über 10 Mal abgeladen. Super. Ja, was soll ich mit der anderen Scheiße machen? Das ist super, ey. Fuck.
super. Einmal Behälter-Reparaturspray muss ich auf jeden Fall mitnehmen. Super. Habe ich einfach so einen Menschen auf dem Rücken drauf. Oder? Scheiße, ich bin auf sowas gekommen. Die guckt mich auch so richtig entschlossen an, so was läuft. Ich halte das Stundenglas. Es soll nicht zerbrechen. Besonders, sie geht da rein wie so ein Champ, als hätte sie es schon ein paar Mal hinter sich. Wirklich so, ja, nimm mich mal mit, pack mich mal mit ein. Wie kommt man auf sowas, Digga, wirklich? Scheiße. Ah, okay, jetzt kann ich den ganzen anderen Scheiß endlich benutzen, ne? Hier da unten habe ich so ein Bunker-Ding, ne? Online-Brücke. Online-Schutzhütte. Ich plätt einmal in die Richtung, oder was? Lost. Einmal rüber zum Schrottländer. Es ist hier in der Nähe, denke ich. In der Nähe, ja. In der Nähe. Such nach dem Teer, wo er brodelt und sich verteilt. Da ist es dann. Er verschluckt dich, wenn du ihn lässt. Er ist bodenlos. Halt die Fresse. Zumindest sagen das die Leute, die an solchen Orten mit Chiralium kontaminierten Abfall entsorgen. Und auch Leichen. Wenn man keine Zeit hat, sie zu verbrennen, bleibt ja noch der Teer. Ich muss irgendwie. Was, sie bleibt da voll locker, was? Oh ja, wir klingeln in die Ohren. Ist das ein Batterieding oder? Ja, ich glaube schon, ne? Oh, perfekt. Okay, nachdem ich da gewesen bin, brauche ich aber unbedingt selber mal irgendwie mal ein bisschen eine Verschnaufpause hier mit dem Typen. Die Ausdauer von dem sieht richtig beschissen aus. Ah, der macht das nur wegen dem Regen, okay. Es ist eigentlich wirklich faktisch unmöglich, hier umzufallen. Wenn man die Schultertasten gedrückt hält.
okay, von hier an sollte es eigentlich relativ chillig sein, wenn ich nicht direkt durch das dämliche Ding durchgehe. Ist hier in der Nähe noch irgendwas? Nicht mehr, aber scheiße. Ich meine, ein anderes Exoskelett dabei? Wahrscheinlich nicht, wa? Scheiße, ich hab's liegen lassen, wa? Dauert zwar ewig und 3 Jahre, da jetzt hinzukommen, ne? Aber ich glaube, ich werde das nicht mehr benutzen, dieses Skelett, was einen schneller macht. Das verbraucht viel zu schnell die Batterie. Soll nicht gerade besser, dass ich hier jetzt im Schneckentempo durch die Gegend latsche. Ich komme immer noch nicht darauf klar, dass ich da hinten so ein Menschen drauf war, wirklich. Das dann brabbelt die da immer irgendwas vor sich hin hinten. Es muss da irgendwie später eine Möglichkeit geben, seine Batterien so aufzuladen, dass man die wenigstens mal erweitern kann. Ich glaube, ich habe auch die ganze Zeit in die falsche Richtung geschaut, ey. Naja, schön den Berg runter, da habe ich nichts gegen. Dann läuft er wenigstens ein bisschen schneller. Sehr schön. Ah ja, wenn man immer die Schultertasten gedrückt hält, egal wo du rumläufst, so, du kannst einfach nicht umfallen. So. Ich langsamer laufen tut er jetzt dazu auch nicht. Stöhnt die denn da die ganze Zeit rum, als würde irgendwas passieren? Im Schuld, wenn du dich in so einen komischen Schlafsack reinrollen lässt, ey. Das sieht aber auch nicht mehr schön aus. Dann wollen wir sie mal abliefern, ne? Richtiger Menschenhandel hier. Ich könnte mal so sagen, oh, schöner Moment und so, aber kommt ihr da einfach aus dem Sack raus. Danke, Bridges. Unglaublich, dass du lebst. Das ist mein Spruch, Dummerchen. Ich dachte, du wärst tot.
Mutter sagte das von dir? Ich habe es gehütet. Immer. Aber nach dem Angriff ging es nicht mehr. Ich wollte es reparieren, damit der Sand wieder läuft. Doch das fühlte sich an wie ein Schlusspunkt. Wie dich zu vergessen. Naja. Jetzt können wir nach vorn schauen. Gemeinsam. Du und ich. Wenn du bereit bist. Natürlich. Der Mann, den ich kannte, handelte nicht mit Schrott. Er reparierte Dinge, machte sie wieder wie neu. Die Teile einsammeln und das Beste daraus machen. Das kann ich auch am besten. Aber dieses eine Teil brauchen wir nicht. Die einzige Zeit, die zählt, ist die Zeit, die ich mit dir verbringe. Also zählen wir unsere Momente doch selbst. Gemeinsam. Ey, Yita, der war nicht so gut. Bitte dich, mich zu heiraten, Dummkopf. Werde ich. Ich will. Was? Ja. Was? Und noch etwas. Was? Vergib meiner Mutter, bitte. Ach, das ist gar nicht ihr Vater. Ich hätte ganz gedacht, dass es ihr Vater wäre. Dass wir das hier wollen. Hilf ihr, es zu verstehen, oder? Und zu akzeptieren. Denn sie braucht uns. Und ich brauche sie. Okay. Dinge gerade biegen kann ich. Er hat die ganze Zeit über sie gequatscht, als wäre es seine Tochter. So. Ich weiß nicht. Na, egal. Das geht in eine ganz komische Richtung. Ich habe einfach nur was falsch verstanden. Sorry, dass ich so ein Arsch war. Ich habe dich und Fragile schlecht behandelt. Ich werde mit meiner Kleinen ganz neu anfangen. Und wenn ich auch nicht annähernd das schaffe, was ihr da draußen macht, so will ich meinen Teil leisten. Wenn etwas repariert werden muss, kommt zu mir. Die UCA kann auf mich zählen. Ich werde mich dran gewöhnen müssen, aber es wird Zeit. Wir kommen ins UCA-Netzwerk. Ich lasse euch nicht hängen. Versprochen. Wir werden dich nie vergessen. Danke. Erstmal ein paar Likes gegeben, Junge. Ich verstehe es trotzdem wirklich. Bester Mann. Quatsch war, wie viel war, aber. Nur ein Like, ich krieg 200 von dir. Er gibt eins zurück. Richtiger Geizkragen. Okay, ich glaube, ich gehe rüber zu der anderen Stelle gleich. Und dann. Zu dem anderen komischen Außenposten. Da gibt es noch eine andere Mission, die ich schon die ganze Zeit machen muss. Nee, Geschwindigkeit ist Schockbombe. Aha. Okay. Ah. Sandy Gunn.
ganze Region ist jetzt mit dem chiralen Netzwerk verbunden. Auf zum nächsten Gebiet. Um South Nord City einzubinden, musst du eine Lieferung von Lake Nord City ausmachen. Was? Ich kann nicht ganz folgen. Wieso bringen wir die Leute nicht ins Netzwerk? Dann können sie drucken, was sie brauchen. Du kannst nicht alles drucken. Das ist dir klar, oder? Nahrung, Medikamente, organische Verbindungen, dein gegen GDs erwiesenermaßen so effektives Blut. All das kann man nur auf altmodische Art verschicken, nicht über das Netzwerk. Seit dem letzten Angriff kommen die Einwohner von South Nord nicht mehr auf die Beine. Damit sie überleben können, brauchen sie alle Vorräte, die Lake Nord erübrigen kann. Was? Geh hin und nimm den Auftrag an. Alter. Übrigens, manchmal trittst du die Rückreise auch ohne jede Fracht an, oder? Völlige Verschwendung. Mach das Beste aus jeder Strecke, indem du immer eine Lieferung dabei hast. Natürlich habe ich immer eine Lieferung dabei. Zum Beispiel kam gerade etwas vom Schrotthändler rein. Wohl ein gemeinsamer Auftrag von ihm und der chiralen Künstlerin. Ich denke, es wäre am besten, wenn du ihn annehmen würdest. Genaueres erfährst du am Terminal. Vorsicht, Sam. Das chirale Niveau nördlich von South North City ist ungewöhnlich. Die Zahlen deuten auf schweren Zeitregen im Gebiet hin. Scheint eine Art Unwetter zu sein, aber etwas derartiges habe ich noch nie gesehen. Wobei ich es ehrlich gesagt natürlich auch nicht sehe. Das Unwetter sollte direkt außerhalb meines Labors toben, aber mit dem Baby kann ich nicht nachsehen. Bis jetzt scheint es kaum Schaden angerichtet zu haben, aber könntest du für mich nachsehen? Nur halt bitte genug Abstand, okay? Super. Mit diesen kleinen Schätzchen kannst du deine Feinde betäuben und dir eine kleine Atempause verschaffen. Einfach ausrüsten und werfen. Sie haben Kontaktzünder. Sie sollten alle Lebewesen innerhalb ihres Wirkungsbereichs handlungsunfähig machen. Aber nur Lebewesen. Gegen GDs sind sie vollkommen nutzlos. Nicht wegdrücken kann von Anfang an. Ja. Mitnehmen, aber mehr gerade auch nicht, wa? Boah, was? So.
super, Oh, mich am Arsch. Super, Ey, es ist echt super viel Zeugs. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass es nur ein bisschen ist, was sie mir da reindrücken, Vielen Dank